Putin setzt Energie als Waffe ein, er presst uns damit, er setzt uns mit hohen Preisen unter Druck. Und wir sehen in dieser Situation unsere Abhängigkeit von Gas schmerzt, sie macht uns erpressbar, sie ist schlussendlich gefährlich. Das merkt man in ganz Europa, das merkt man in Österreich noch ein Stück stärker. Es gibt aus der Situation eine drängende Lehre. Wir müssen unsere Energieunabhängigkeit zurückgewinnen. Das heißt, so viel Energie wie möglich selbst zu produzieren, indem wir die Ressourcen nutzen, die wir haben, Wasser, Wind, Sonne, Biomasse, Geothermie, die stehen uns zur Verfügung. Energie, für die wir keine Rechnung bekommen, Energie, mit der uns niemand erpressen kann. Deswegen ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ein Garant auch für mehr Freiheit, für mehr Unabhängigkeit. Und dabei ist eines klar, wir haben nicht viel Zeit, der Ausbau muss uns so schnell wie möglich gelingen. Deswegen hat auch die Europäische Kommission vor kurzem einen Plan für eine schnellere Energiewende vorgeschlagen mit sehr, sehr wichtigen Maßnahmen. Wir wollen in Österreich jetzt aber noch ein Stück schneller sein, weil wir ja auch uns ein schnelleres Ziel vorgenommen haben. Wir wollen bis 2030 100% des österreichischen Strombedarfs auch in Österreich mit Erneuerbaren produzieren, indem wir eben Wind, Sonne, Wasser, Biomasse nutzen. Das ist ambitioniert, sind nicht einmal mehr 10 Jahre, aber ist der richtige Weg. Das dafür notwendige Gesetz ist schon in Kraft, die ersten Förderungen sind schon gestartet, aber wenn wir in so kurzer Zeit erfolgreich sein wollen, dann müssen wir überall schneller werden und das heißt auch effiziente Genehmigungsverfahren. Wir haben deswegen in den letzten Wochen auf Basis von vielen Vorschlägen von Expertinnen und Experten und aus der Branche noch einmal eine extra 3 Punkte für eine schnellere Energiewende entwickelt, Änderungen in den Verfahren, mit dem wir unserem Ziel einen großen Schritt näher kommen. Die 3 Punkte sind keine Blockade mehr durch fehlende Energieraumplanung, weniger Doppelprüfungen im Verfahren und die Energiewende als besonders hohes öffentliches Interesse. Ich möchte auf die wichtigsten Punkte noch kurz eingehen. Der erste Punkt, Energieraumplanung, es braucht für den Bau von Kraftwerken die passende Fläche, Orte zum Beispiel, an denen ganz konkret Windparks stehen. Manche Bundesländer sind hier bereits vorangegangen, da gibt es Energieraumplanern, da gibt es Zonen, in denen gebaut werden kann. In anderen Bundesländern ist das bisher nicht der Fall und dort gibt es oftmals keine ausgewiesenen Flächen, dementsprechend auch keine Widmungen, das blockiert und hindert den Ausbau. Und es ist mit Blick auf die Herausforderung, vor der wir stehen, geht sich das einfach nicht mehr aus. Windrad ja, aber nicht bei uns, das geht sich nicht mehr aus. Und deshalb wollen wir in Zukunft festlegen, dass es keine Widmung mehr braucht in erneuerbaren Anlagen, wenn es in den Bundesländern eben keine Energieraumplanung gibt. Wenn die Bundesländer eine Energieraumplanung vorlegen, dann darf selbstverständlich nur in den Zonen der Energieraumplanung gebaut werden. Aber wenn es eben keine Energieraumplanungen gibt, dann darf man auch ohne Widmung in die UVP. Da wird der Standort im Genehmigungsverfahren überprüft, ohne spezielle Widmung. Das beschleunigt unglaublich. Der zweite Punkt, einmal geprüft, reicht aus. Wir haben aktuell Regeln, die dazu führen, dass wir manche Fragen im Laufe des Verfahrens mehrfach prüfen. Ganz besonders hervorzuheben ist dabei das Landschaftsbild. Wir haben etwa, wenn es eine Zonierung gibt, dann wird in der Zonierung bei den entsprechenden Flächen für einen Windpark zum Beispiel, wieder um beim Beispiel zu bleiben, das schon geprüft in der Zonierung, ob ein Windpark in dieser Zone das Landschaftsbild nicht stört.